Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play the Crew Wildrun DLC. Ja, wir haben im monatlichen Summit ja leider nur die Silbermedaille geholt, aber ja, ist jetzt nicht so schlimm, weil ja, wir haben sowieso, ja, auch wenn wir jetzt ein Kit gewinnen, das ist ja brutal, es ist einfach mal 400.000 wert. Und ja, ist einfach super nice. Ich habe jetzt gerade hier versucht, da einen Crew beizutreten. Aber ja, kam irgendwie nicht rein. Also, wir werden jetzt einfach mal probieren. Wir werden natürlich wieder, ja, dieser Boneville Salt Flats hier, beziehungsweise February Summit. Ach so, what the fuck? Was bin ich schon wieder am Labern? Nee, wir müssen uns natürlich erst wieder qualifizieren. David und Goliath, alles klar. Ja, dann würde ich jetzt mal behaupten, ich schau mal ganz kurz. Also eigentlich, ja, einer war hier online, habe ich gesehen. Wäre zumindest nice, wenn wir mit demjenigen vielleicht diese freie Fahrt-Herausforderung machen könnten. Das wäre super cool. So, wo haben wir den denn? Hier haben wir den. Ich versuche ihn jetzt mal in meine Crew einzuladen. Vielleicht funktioniert das ja andersrum. Ich weiß es nicht. Weil eben ging es gerade nicht. Keine Ahnung warum. Jawohl, jetzt scheint es zu funktionieren. So, jetzt würde ich einfach mal sagen, ich wollte eigentlich jetzt nicht unbedingt, na, wie heißt das? Ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Crew suchen. Warum der jetzt gerade Crew suchen stand, weiß ich nicht. Aber, jo, werden wir jetzt mal herausfinden. Also, ich bin natürlich jetzt hier noch auf dieser Skischanze. Jetzt hätte ich natürlich mich hier irgendwo mal in die Nähe einer Stadt hin teleportieren sollen. Das werde ich mal jetzt ganz, ganz schnell machen. So, dann werde ich nämlich auch diese freie Fahrt-Herausforderung einfach mit aufnehmen. Weil ich denke mal, wenn jetzt schon hier Leute dabei sind, oder freie Fahrt-Stunts sind das, glaube ich, dann wäre das natürlich schon, ja, ganz lustig. So, ich werde jetzt einfach mal hier freie Fahrt-Stunts machen. Schauen wir mal, ob er mitgeht. Ich hoffe es doch. Jawohl, er geht mit. Also will ich das doch sehen. Ich werde nur ganz kurz mobile Garage mir ein anderes Auto holen. Okay. Okay, er ist jetzt zumindest da. Ich kann ihn nur leider nicht sehen. Das ist natürlich ein bisschen schade. So. Okay, einfach 3,2 Kilometer fahren. Ich versuche jetzt natürlich nicht zu weit weg zu fahren, weil wir müssen ja immer im Bereich bleiben. Okay, okay, okay. Wunderbar. Also, der liebe Dante 54040 ist hier am Start. Ich weiß natürlich nicht, welches Auto er hat. Schade, dass man auch das Auto nicht wieder sieht. Das ist ja nach wie vor ein bekanntes Problem von The Crew. Das gab es schon, als ich damals mit dem Dackelkorb angefangen hatte. Da gab es schon, dass wir uns nicht sehen konnten gegenseitig. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, fahre 1,6 Kilometer. Alle Crewmitglieder müssen das Ziel erfüllen. Okay, das heißt, wir müssen das beide machen. Das heißt, wir müssen das beide machen. Wunderbar. Schauen wir mal. So, da steht jetzt auch gerade einer. Holy shit. Ah, bin ich zu weit draußen hier gewesen. So, jetzt haben wir noch gute 500 Meter. Aber es geht relativ gut. Relativ gut. So, ich hätte es geschafft. Holy shit. Jawohl. Zu zweit geht das doch dann doch schon mal ein bisschen schneller. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie sagen muss, man muss an Autos vorbei. So, jetzt sehe ich's. Okay, nice. Sehr cool. So, knapp an 21 Autos vorbei. Ah, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Ja, scheiße, den kriege ich nicht mehr. Den kriege ich nicht mehr. Jetzt müssen wir mal schauen. Am besten, genau, wir fahren mit ein bisschen Abstand. Das ist perfekt. Jetzt versuchen wir einfach hier die ganzen beinahe Kollisionen mitzunehmen. Wenn es denn funktioniert. So, zack, zack. Jawohl, sehr, sehr gut. Okay, okay, okay. Oh shit, das war jetzt gerammt. So, hier schön durch. Alter. Unnötig jetzt gerade. So, ich weiß nicht, was der Dante macht. Keine Ahnung. Muss ich das jetzt alles alleine machen, oder was? So, jetzt hier kriege ich eine. Ja, zur Not mache ich das auch alleine. Das ist mir egal. So. Ja, ah, jetzt. Vielleicht hat er es auch nicht verstanden. Ich weiß es ja nicht. So, hier können wir jetzt ein paar mitnehmen. Jawohl. Jawohl, passt perfekt. Jetzt müssen wir eh nur noch drei Autos nehmen.
Jawohl. Jawohl, sehr nice. So, jetzt warte ich wieder ein bisschen, dass er aufschließen kann. So. Warte auf nächsten Stunt. Okay, fahre 3,2 Kilometer. Falsche Straße ist... falsche Straßen sind. Mein Gott. Ich habe wieder einen Knoten in der Zunge. So, also falsche Straßenseite, geben wir Gas, geben wir Stoff. So, schauen wir mal, dass wir das hinbringen. Ich werde jetzt hier auch links fahren. Hä, fahre auf die falsche Straßenseite, bin ich doch. Okay, jetzt bin ich nicht mehr auf der falschen, das stimmt. So, oh, alter Schild, jetzt ist es natürlich hier rutschig, weil es irgendwie leicht schneeig ist. So wie das ausschaut hier. So, nice, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt warte ich wieder ein bisschen. Wunderbar, wunderschön. So. Jetzt schauen wir mal. Auf jeden Fall ein nicer Skyline. Okay, 170 für 8 Sekunden. Geben wir Gas. Geben wir Stoff. Er legt hier ein bisschen vor. Sollte ja mit den Rennwagen hier kein Problem sein. Nur noch aufpassen hier mit den Autos. Mit den Autos hier müssen wir schauen. Okay, es muss jeder wieder schaffen. Das heißt, er muss das auch schaffen. Ja, aber kein Problem. Kein Problem. Hier schön quer, quer durch, quer, quer, immer quer. So, 3,4 Kilometer. Oh, sorry, ich will dich nicht rammen. Okay, wieder kombinieren. So, komm, 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 Stopp, Stopp, Stopp. Ja, ich muss natürlich hier schon auf der Straße bleiben. Nicht irgendwie auf die Linie fahren, sorry. Voll mal hinten eingebumst. Deswegen, wir sollten eigentlich immer so einen Ticken mit Abstand fahren. So, dann sollte das eigentlich schon ganz gut funktionieren. Holy shit, Mann. Wo geht er baden? Er nimmt ein Bad im Fluss. Oder was auch immer das hier ist. Holy shit. Alter, Alter, Alter. Komm, bleib hier drauf. Aber jetzt natürlich, ja, ich würde mal sagen, das beste Gebiet hier ausgesucht, so ungefähr. Okay, jetzt sollten wir eigentlich schon fast im Summit sein, oder? Stufe 3 hätten wir jetzt abgeschlossen, aber wir können das natürlich gerne noch ein bisschen weitermachen, das ist ja ganz klar. Ich meine, dadurch... Hallo? Lenken, danke. Ich meine, dadurch kommen wir ja auch im Summit-Rang ein bisschen weiter nach oben. Okay, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir das mit den Autos hier hinkriegen wieder. Das wäre wichtig. So. Jawohl, zwei weitere. Ja, das sollte eigentlich schon ganz gut gehen hier. Alter, Mist. Okay. So. Ah, der Geld... Oh, what the fuck, auf einmal. Ja. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Fahr doch weg. Auf einmal ploppen sie auf hier. Auf einmal ploppen sie hier vor mir auf, der Verkehr. So. Alles gleich, Pupärchen. Alter, jetzt wird's hier tricky. Jawohl, jetzt gehen wir hier richtig quer. Aber, boah, ist ja gut. Ich wollte gerade sagen, das wird nicht gelten als beinahe Kollision. Oh Gott, das wird jetzt hier natürlich sehr, sehr tricky in dem Gebiet. Alter, ich komme überhaupt nicht mehr klar mit dem Lenken. Nur noch am Querrutschen hier. Er sollte mit dem Allrad vielleicht ein bisschen besser hinkommen. Aber Alter, ich komme nirgendwo mehr klar gerade. Einfach mal hier so rausgerutscht. Okay, komm, komm, komm. Wir müssen weiter sammeln hier. 10 Autos brauchen wir noch. Okay, jetzt geht's wieder mittlerweile, oder? Ne, ist immer noch so rutschig. Jawohl. Okay, irgendwer ist jetzt der meistgesuchte. Alter, er hat schon 41% geschafft. Respekt. Respekt jetzt hier an beiden, wollte ich sagen. Aber ich habe es nicht hingebracht. Okay, komm, 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 komm. Den nehmen wir mit. Yes, sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielleicht sollten wir mal hier schleunigst wegkommen von diesem Gebiet hier. Weil das ist schon ein bisschen tricky hier. So, boah, das sollte doch eigentlich als beinahe Unfall durchgehen, oder? Hier meiner gerade eben. So, jetzt haben wir wieder hier Probleme. Jetzt haben wir hier wieder Arschkarte. So, 41%. Wir brauchen noch 2 Autos. So, komm, 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 komm. Weiter, schön weitermachen hier. Jawohl, schön quer gehen. Mal leicht am Bums leiden. Hier, oh Gott. Und dann lenkst du einmal ein bisschen zu hart ein. Und schon ist man weg. Alter, jetzt komm. Komm gerade, Auto. Ford GT. Jawohl, sehr gut. Wir haben es geschafft. Alter Schwede. Jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen hier ins Südlichere. Oder ein bisschen runter von der Höhe her.
Ach du Scheiße. Okay, dafür brauchen wir jetzt ein Moped. Ich weiß natürlich nicht, ob er ein Moped hat. Wenn nicht, ist das kein Problem. Ich krieg das auch alleine hin. So. Schauen wir mal. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Ah, schade. Das war, glaube ich, fast mein bester Wheelie, den ich bis jetzt hatte. Na komm. Ah, shit. Alter, falsche Straßenseite, Mann. Jawohl. Jawohl. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das ging jetzt relativ fix. Das war jetzt nicht das große Problem. Okay, Sammeldrang 1700. Sehr schön. Okay, Zeit. Ja, 10 Minuten. Da geht schon noch was. Oh, yes, baby. Da hätten wir jetzt eigentlich... wo haben wir es denn? Rennen? Jawohl. Da hätten wir es jetzt im Schnee natürlich perfekt gehabt. So. Aber das kriegen wir auch so hin, glaube ich. Das kriegen wir auch, glaube ich, so ganz gut hin. Jawohl. Ja, komm. Bleib mal hier oben. Da ist doch eh schneeig, oder? Da kann man doch richtig wunderschön driften. Hier. Aber ich krieg's gerade nicht hin. So, jawohl. Guck mal hier, das geht doch wunderbar. Braucht man nur ein bisschen mehr Winkel und vielleicht kein Verkehr, der hier einem im Weg steht. Sollte es doch eigentlich wunderbar gehen. So. Ich hätte jetzt natürlich auch das Driftauto rausholen können, aber es wäre ja langweilig gewesen, oder? Es wäre auch langweilig gewesen hier, wenn ich jetzt hier mit einem Driftauto rumgefahren wäre. So, jetzt sollten wir es haben. Nice. So, ich werde aber jetzt umdrehen. Ich werde mich wieder zum Dante gesellen, weil wenn dann irgendwas kommt, wird, dass wir was zusammen machen sollen, dann ist das ein bisschen blöd. Alter, Alter, komm rum, 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 rum. So, erreiche 175. Ja, das muss ich halt einfach erstmal erreichen. Da waren gerade die Cops. Vor allem, ich bin hier auf keinem absolut super Terrain unterwegs oder beziehungsweise Strecke unterwegs, wo ich das hätte erreichen können. So, jetzt geht's aber hier vorwärts. Jetzt geht's hier aber vorwärts. Und Vollgas. Und Vollgas. So. Oh shit. Aber jetzt müssen wir langsam machen hier. Jawohl, aber das ziehen wir jetzt durch hier. Also meine 100% stehen. Okay, er fährt da unten. Ja, ist natürlich blödes Terrain hier, beziehungsweise die Strecke ist blöd. Ja, das hatte ich ja vorher auch. Ich werde ihm jetzt trotzdem einfach mal hinterherfahren, dass wir ein bisschen zusammen sind. Also er muss jetzt noch das schaffen. Ah, 1,5 Minuten hat er jetzt noch knapp. Sonst ist der Stunt gescheitert. Ja, ich weiß, es ist eine behinderte Strecke hier, das stimmt. Das stimmt natürlich. Holy shit. Schön mal angeeckt. So, komm, 96%, gleich hat er es doch. Gleich hat er es doch. So. Jawohl, jawohl, jawohl. Ah. Ja, ist gut. Ja, ist auch ganz gut, dass wir hier mal wieder zurückfahren. Aber es ist ein ganz gutes, cooles Terrain hier eigentlich. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also, ich mag den Schnee schon. Vor allem in Rennspielen, wo man so richtig nice driften kann. Jawohl, 1200 vom Rang her. Uah. So, jetzt sind wir doch wieder da. Bremse und zeige 2 Donuts. Ach, du Scheiße. Jetzt brauche ich natürlich wieder ein Moped. Ach, ne Donuts. Ich habe gedacht, Stoppie. Oh Gott, muss ich das jetzt auch schaffen? Nee, passt. What the fuck? Wieso habe ich jetzt gerade aufs Moped gewechselt, ich Idiot? Ich Spasti. So. Das ging ja jetzt wieder easy. Alter Wheelie, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt muss ich doch wieder wechseln. Mein Gott. Okay, hier. Jetzt müssen wir am besten nebeneinander stehen. Jawohl. Und jetzt hier schön Wheelie ziehen, Wheelie ziehen. Okay, mich haut es erstmal wieder auf die Fresse. Und wieder auf die Fresse. Geil. Alter. Komm, komm, komm hoch. Yes. Ah! So, ich kann wieder gerne umdrehen. Wir können gerne mal so ein bisschen nebeneinander fahren. Das geht schon. So, jawohl. Ah, nicht zu viel. Wie ich lenken kann. Okay. Alter Schwede, wie ich aussehe. Schau mich mal an. Holy shit. Heftig.
wie mein ganzer Typ ausschaut. Okay. Ja, ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Ein Level machen wir noch. 53 Autos, holy shit. Alter, ein bisschen Anlauf nehmen. So. Ah ja, sehr gut, der zählt. Der zählt, jetzt fahren wir schön ein bisschen im Abstand. Voneinander. Am besten. Das ist... Da muss er einen Ticken vorfahren jetzt, weil nicht, dass wir dann so irgendwie kollidieren oder so. 53 Autos, ey. Ich glaube, klar, wenn man da ein bisschen mehr Leute sind oder ist, dann sollte das relativ, oh Gott, easy gehen. Wahrscheinlich. Wenn jetzt so vier Leute ist in einer Crew oder so. Na gut, jetzt kann ich hier ein bisschen powern, weil ich bin ja jetzt hier vorne. So, 53 Autos. Ist natürlich schon eine stolze Anzahl. Aber ich sag mal, wenn du nur die Hälfte machst mit 25, dann geht das ja noch. Meiner Meinung nach. So. Jawohl, wir machen hier direkt wieder zwei. Ah, den habe ich leicht gerammt. Schade. Oh, aber wir haben noch einiges hier vor uns jetzt. So. Und hier kommen jetzt gerade überhaupt gar keine Autos. Das ist jetzt schon mal ein bisschen blöd hier, wa? Ein bisschen blöd. So. Okay, hier haben wir jetzt wieder eins gehabt. Hier pro Auto 2% Punkte, wenn ich das so richtig sehe. Hier kommt ja auch in 53 Autos. So, da haben wir jetzt wieder welche. So, einmal hier vorbei und hier vorbei. Passt. Die muss er halt dann auch schaffen. Und dann schaut es gut aus. So, da vorne sind die Cops. An denen rasen wir dann auch direkt mal vorbei mit einer beinahe Kollision, oder? Ah, shit. Ja, genau. Die Cops machen nichts. Nö, die schert es nicht, dass ich hier mit 200 an ihnen gerade vorbeigetigert bin. Boah, Alter, das war mega knapp gerade. So, und weppa, komm hier schön hochziehen. Oh, das geben viele hier. Alter, wieso wird es jetzt so grau? Ich fand es gerade so schön. Ich fand das gerade so schön, in diesem bisschen in der Sonne hier rumzufahren. So, ich habe jetzt schon weit mehr als 50%. So, aber ist ja kein Problem, wenn ich hier ein bisschen mehr mache. Wurscht. So, vier Autos brauchen wir noch. Die kriege ich jetzt hier. Ja, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt warte ich erstmal wieder. Okay, aber er ist nur 140 Meter hinter mir, also passt. Mit Dragster-Ausstattung. Holy shit. Dragster. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder Dragster suchen. So. Jetzt muss man mal schauen, wo wir denn jetzt hier genau zu Hause sind. Wo kann man überhaupt hier springen? Yo, hier kann man springen. Da werde ich mal hier eine Blitzreise schnell machen. Weil, sonst macht das wenig Sinn. Vielleicht schafft es der Dante ja, mir einfach hinterher zu kommen. Das wäre super. Aber ich muss jetzt wahrscheinlich eh erstmal umdrehen. Na, das könnte mit dem Auto eine Krux werden, mit dem umzudrehen. Ah, ne, passt sogar. So. Ach, okay, perfekt. Ja, perfekt, dann haben wir das schon. Dann haben wir das ja schon. Oder machen wir noch eine Stufe? Oh shit, Alter. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir. Komm, wir machen jetzt noch eine Stufe. Was soll der Geiz? Alter, ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. So. Ja, kommt jetzt noch was? Was soll ich machen? Zerstören. Ich hab's jetzt gerade nicht. Okay. Ja gut, das können wir ja direkt hier machen. Ich denke, da funktioniert es ja ganz gut hier, oder? Und auf der Gegenseite haben wir genau das gleiche nochmal dann. Also wenn das hier jetzt nicht reicht. Ah, komm, weitermachen, weitermachen. Nice. Ja, also easy going hätte ich jetzt mal gesagt. Alter, Alter, Alter. What the fuck? Ich muss erstmal wieder runterkommen. Ach du Scheiße. Okay, aber das könnte jetzt relativ gut gehen. Und jetzt wären wir natürlich blöd, hätten wir das jetzt nicht mitgenommen, oder? Also, easy going. So, erstmal Wheelie jetzt. Jo, wenn einfach mal... Ach, rechte Straßenseite. Ja, hallo, will er jetzt mal... Hallo, will er jetzt mal mein Moped hochziehen? Ja, also.
Ja, also, okay, haben wir doch schon mal ein bisschen was. So, komm, zieh doch das Moped hoch. Ja, also. Alter. Guck mal, ein Stoppy macht er überhaupt nicht. So. Okay, wahrscheinlich, weil wir hier so abschüssig sind. Deswegen kriegt der meiner das gerade nicht hin. Okay. Ja, jetzt eine Stufe brauchen wir noch. Okay, das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein, oder? So, jetzt erstmal wieder auf 175 hoch. Und dann 4,5 Kilometer fahren. Sollte jetzt nicht so die Schwierigkeit sein. Gut, da vorne ist nur mein Problem, dass es da dann eine kleine Kreuzung gibt. Die muss ich dann erstmal überwinden. So. Jawohl, so einfach klar hier. Uppa. Okay, und jetzt hochziehen. Jawohl. Und schön sich nach vorne lehnen hier, dass man auch hier möglichst windschnittig ist. Dann passt das, ja. Passt das Wunderbärchen, hätte ich jetzt mal behauptet. So. Alles klar. Stufe gewonnen. Ja, passt doch. 50-50. Und das ist doch ein guter Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, liebe Motorsportfreunde, ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sag ciao, servus und bis dann.